Vernissage. Normalerweise beenden wir die Ausstellung immer sang- und klanglos, aber heute natürlich nicht. Die zurückliegenden Wochen waren sehr erfolgreich und ich denke, dass die Künstlerin mit ihren Werken viele Besucher begeistert, aber auch überrascht hat. Auch mit ihrem Begleitprogramm hat Brigitte Schuster durchschlagenden Erfolg gehabt. Sie hat einige Führungen hier angeboten zu verschiedenen Themen. Waren immer sehr gut besucht, es waren sogar einmal 75 Besucher bei einer Führung da. Ich freue mich natürlich für die Künstlerin, für ihren Erfolg, aber auch für unser Museum. Und daher bedanke ich mich recht herzlich bei Brigitte und Toni für die vielen guten Ideen und die wahnsinnig vielen Stunden, die sie bei uns hier in die Ausstellung investiert haben. Zur Vernissage heute spielen die Jazzkinder Dreilingspfeifer. Also, ein bisschen Zunge drin. Dreilingspfeifer, ich glaube, das sind so beide Schäfer, oder? Der Musikgruppe mit Schäferpfeifen, Gitarrenböden, Bock, Dreilingspfeifer, Gitarre, Cello, Flöten. Ich habe 10 ein. Oder war das was anderes? Zwei Stunden werden Sie ein finales Feuerwerk an Folkmusik aus dem europäischen Raum, aber auch Tänze des Mittelalters und der Renaissance erklingen lassen. Das Ensemble, das im Sommer 2000 zusammenfand, hat sich auf traditionelle und neue Wadun-Musik, das heißt Rumpun und Quinte, ich weiß nicht, ob man so ausspricht, ich habe jetzt nicht mehr lang recherchiert, ja. Wie der Name Jazzkinger erahnen lässt, kommen die Spielleute aus Kösching. Ob dezent oder mit Temperament, ob in kleiner oder in Vollbesetzung, ich glaube, heute sind es auch nicht komplett, aber ich meine, das füllt unsere Freude. Sie sind in Ingolstadt und im Admiraltaler Gegend sehr bekannt. Ich denke, die Brigitte Schuster wird Sie heute auch noch einmal durch die Räume führen. Dazu möchte ich Sie auch noch recht herzlich einladen. Abschließend wollte ich eigentlich dem Leihgeber für dieses Werk danken. Er ist jetzt noch nicht da, der Herr Meier, er kommt noch. Er hat sich dazu überreden lassen, uns diese Leihgabe, dieses Familienporträt zu überlassen, für die Dauer von 7 Wochen, obwohl er schon ganz heiß war, das daheim aufzustellen, hat er sich noch mal dazu breitschlagen lassen, dass es uns 7 Wochen für diese Ausstellung gibt. Heute endlich darf er es abholen und morgen in seinem Garten aufstellen. Gut, dann denke ich mal, mache jetzt Schluss. Sie dürfen jetzt weiter zuhören und wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag. Und ich denke, das wird ein schön, ein recht netter, interessanter Nachmittag. Vielen Dank und viel Spaß.
gelassen, da weg wieder nach Bord. Und immer was du willst, sind wann, da weg wieder nach Bord. Da weg für sie, da weg wieder. Thank you.
denke, in jedem Haus ist vielleicht so ein kleiner Teufel, der austreten braucht. Genau. Dann bedanke ich mich, dass wir... Super.